Hallo YouTube, hier ist wieder euer Matze85LP. Wir sehen uns heute in einem neuen Part an bei mir. Denn wir müssen halt noch ein bisschen Forst machen und wir haben noch nicht gerade reichlich viel produziert an Holz und wir werden halt uns auch noch ein bisschen aus dem Kredit rausarbeiten müssen. Der Blei ist noch eine Fuhr Holz mir auf. Und werden es gleich weghäckseln. Ein Hexer schmeißen, da noch gut wie noch 30.000 Kreide stehen. Werden wir jetzt das hier im Hexer schmeißen. Den wenigstens voll krachen. Den richtig voll krachen hier und dass der hier durchläuft mit unserer Produktion. Dass der uns das Holz ein bisschen klein häckselt, dass wir noch ein bisschen Verkauf haben und schon ein paar Tür mit hochfahren können zur, wie ist das, Zellschaufabrik, dass wir da wenigstens 500.000 über haben. Denn das Geld brauchen wir noch, wie sonst sowas. Deshalb müssen wir halt mächtig viel auf Holz machen momentan. Dass es da weiterläuft und das Sägewerk läuft und das ist halt noch mächtig viel Arbeit für uns. Wir können auch gerne über Aufträge machen, aber da bin ich der Freund nicht davon. Deshalb erwirtschaften wir uns hier so ein bisschen Money. Aber wenigstens kleinen auf dem grünen Zweig sind, kleinen Obolus haben. Dass unser Geld wenigstens ein bisschen läuft hier. Jange bleibt hier. Müssen wir halt was machen und bis wir da wirklich auf dem grünen Zweig sind, werden wir ein paar Tage brauchen. In schönen Zeit es ist ja alles angepflanzt und da werden wir jetzt auch mal die Zeit jetzt hoch hinnehmen, dass unsere Ackerflächen wenigstens wachsen und da uns noch ein bisschen vorankommen und unsere Paletten produzieren und da noch ein bisschen Money draus machen und naja, Füll haben wir nie, haben wir auch nicht und werden auch noch nicht so schnell auf den grünen Zweig kommen und deshalb müssen wir produzieren, was kommt.
in der Hoffnung, dass es euch ein bisschen gefällt, was ich hier mache und unsere Zuschauer mir ein bisschen euch ein bisschen Spaß macht, das Zuschauen von mir, wie ich hier mir ein bisschen lang hin mache. Denn wir brauchen halt wirklich noch knapp 30.000, bis wir aus den Schulden raus sind. Dann brauchen wir noch ein Wasserfass, dann brauchen wir noch dies, das, jenes. Aber wie gesagt, wir sind wirtschaftlich ja miese und haben noch nicht groß viel erreicht hier auf der Karte. Das müssen wir halt noch ein bisschen ändern und deshalb produzieren wir jetzt ein bisschen zügiger. In der Hoffnung, dass wir es jetzt lang hinkommen. Aber ich denke mal, das wird auch mal eine Weile reichen, das Holz. Wenn wir uns einen anderen den Hängerzug hier schnappen und Abmarsch erstmal Hackschnitze veräußern und dass wir da ein bisschen Geld reinkriegen. Wenn wir Hänger rankriegen, dass wir da noch ein bisschen zügiger lang hinkommen. Und nebenbei produzieren uns noch unsere Paletten. Das Holz läuft hier auch lang hin. Der macht er nämlich zügig lang hin. Wenn er es macht. Mal schnell, wie er schon mal geschafft hat. Nehmen wir jetzt halt mal kurz auf 120, bis wir die Fuhre voll haben. Vierzehn, fünfzehn, achtzehn. Das müsste jetzt reichen. Mit 100, jetzt haben wir mit 5 weiterlaufen. Da haben wir da einen aktiviert. Aber jetzt muss es ausschalten. Also das ist er an. Wieso steht denn die schon wieder? Wieso produzierst du jetzt nicht? Paletten 0. Hackschnitze 7%. Jetzt. Ah, hat Palette rumgestellt. Gut. Dann haben wir den Tuch hier voll. Dann werden wir es. Dann werden wir uns aus unseren Schulden endlich mal rausarbeiten und in der Hoffnung, dass wir hier ein bisschen Money machen mit Hackschnitzel. Wir haben jetzt ein paar Züge Hackschnitzel wegfahren. So, dass wir auf den grünen Zweig kommen und uns eventuell noch ein Wasserfass holen können und oder gleich einen großen Trailer noch. Ich denke mal eher Wasserfass. Dann fahren wir nicht Paletten um und dass die Paletten nicht lange bleiben und wie man sagen muss, muss jetzt hinterher sein, dass wir wirklich Paletten machen.
Wie gesagt, die hat auch eine Lagerkapazität von Globo 200.000 Kubikmeter. Aus 200.000. 200.000 Liter? Ja, 200.000 Liter und bis die voll ist, der Vorrat für die Paletten, für die Europaletten, dauert ewig. Da müssen wir auch wirklich hinterher sein. Wie gesagt, großen Kredit will ich auch nicht mal nehmen und sehr wenigstens zurückbezahlt ist als Puffer. Aber da wenigstens Puffer haben. Ja, schnell noch ein bisschen Hackschnitzel veräußern. Wenn wir uns nicht wieder festfahren. Auch da ein bisschen Geld vorrat machen. Auffüll bringt's zwar nicht, aber ein bisschen bringt's immer noch in. Ich denke mal, wir werden bis auf 40 hochgehen müssen. Und denke ich mal, demnächst werden wir noch diese Vakuum veräußern müssen, nebenbei noch. Dass wir da noch ein bisschen lange bleiben. Naja, 23 haben wir schon, also noch einen Zug runterfahren, noch einen Zug Diesel fahren. Da kann man auch ein bisschen was hoch schon fahren für die Zellstofffabrik. Dass da noch ein bisschen Lager, dass wir das füllen. Aber theoretisch können wir da eigentlich Kursplay nehmen. Oder? Nee, Kursplay, nee. Das mache ich einfach vom Silo hochwärts. So alle Produktionen 2 hier plus Verkauf. Dass da ein Ring ist. Der Wasserzug. Noch einen Ring machen. Erst der die Brauerei anfährt. Bäckerei anfährt. Die Zellstofffabrik, die Kompass, nicht Kompassanlage, ich sag, Obstanlage, dass der seine Runden dreht, ableert, ausleert und weiterfährt, ablädt und dass das Geld dann weiterläuft bei uns. Aber er bringt euch ja schon raus. Lassen wir uns noch die Fuhre füllen. Na, die erste Palette hat er schon geladen. Mal gucken, was wir hier haben. Noch ein Hackschnitzel. Na, schon mal Zug voll. Werden wir den jetzt noch hochfahren? Ja, sagt zum Verkauf fahren, dass wir wenigstens noch Kredit haben ausgelöst haben und immer auch so weit, dass wir endlich in Zellstoff Werbe rennen können. Papier, Kartons,
Ich kann mal notfalls auch noch ins Lager erstmal schmeißen, weil fehlender Kompass und Co. Wie gesagt, die wachsen ist auch noch nicht. Und auch schon, dass ich was angepflanzt habe. Da gucken wir gleich mal nach, wie unsere Flächen aussehen. Einmal Weizen, einmal Gerste und Fruchtsorte 2 Hopfen. Also alles gepflanzt. Haben wir da noch was und werden jetzt den Zug nach hinten fahren und dann haben wir es hoch erlegt. Und dann denke ich mal, dass auch mein Part zu Ende ist hier wieder. Ich versuche jetzt hier erstmal die ganze Woche hier fertig zu machen, dass ich die dann hochladen kann am Wochenende und dann mache ich noch die Südhämmern fertig und weil ich da ein paar Parts auf Vorrat habe, dass es weitergeht hier. Denn ich weiß nicht, wie nächste Woche aussieht mit uns. Das werden wir auch schnell den Zug abladen und dann in der schönen Zeit werde ich schnell einen Kredit bezahlen, ausbezahlen und dann ist dann mich auch weg. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ein Abo oder ein Däumchen wär nett von euch. Ihr könnt mir auch gerne was unten reinschreiben, dann weiß ich Bescheid, wo ich dran bin an euch. Bis zum nächsten Mal, euer Matze85LP. Tschüss.